Hör zu, alles ist futsch. Euer Kram, mein Kram, am wichtigsten mein Kram. Hallo ihr Lieben, Andy Edition am Start mit einem neuen Video zu Destiny. Wir machen heute eine Trailer-Analyse und wir schauen uns den Trailer ganz genau an. Meiner Stimme geht's leider noch nicht besser, ich bin noch immer verkühlt, aber das wird euch hoffentlich nicht stören. Es mag düster aussehen, aber wir sind die einzige Hoffnung der Erde. Schaut euch um, so viele noble Hüter, neu und alt. Die letzte Stadt auf der Erde steht in Flammen. Den Grund dafür kennen wir nun. Die Rote Legion, angeführt von Commander Gol, hat die Erde überrannt und die letzte sichere Stadt ist gefallen. Die Hüter sind geschwächt und die verbleibenden Überlebenden fliehen vor der brutalen Invasion der Kabale. Soweit so gut, die Leaks der letzten Wochen und Monate haben sich als richtig erwiesen, doch in diesem Trailer gibt es noch einiges mehr zu entdecken. Wenn wir die Ansprache von Commander Zavala beobachten, sieht man, dass er sich nicht in der Stadt unter den Reisenden befindet, er ist auf der anderen Seite im Grenzland. Kate und Ikora befinden sich aber mitten in der Stadt. Von den ersten Teaser-Trailer zu Destiny 2 erfahren wir von Kate, dass die Vorhut mitten in einem Meeting von den Kabalen angegriffen wurde. Ich sitze also in so einem echt öden Meeting wegen irgendwas. Keine Ahnung. Hab nicht aufgepasst. Dann boom! Daraus können wir schließen, dass Kate, Zavala und Ikora zusammen gekämpft haben, aber sich aufteilen mussten. Jetzt kommen wir zu meiner Theorie. Ich glaube, wenn man als Warlock oder als Jäger spielt, startet man mitten in der Stadt unter den Reisenden. Wenn man aber mit den Titan anfängt, dann startet man im Grenzland. Darauf deutet auch die Beschreibung von Bungie zu Destiny 2 hin. Ich lese sie euch mal vor. Du reist zu mysteriösen, unbekannten Welten unseres Sonnensystems und entdeckst ein Arsenal an Waffen und verheerende neuen Kampffertigkeiten. Wenn du die Rote Legion besiegen und dich Gold stellen willst, musst du die verstreuten Helden der Menschheit wieder vereinen, damit wir gemeinsam unsere Heimat zurückerobern können. Also, wir müssen die verstreuten Helden der Menschheit wieder vereinen. Das klingt sehr danach, dass uns die ersten Quests auf die Suche nach anderen Hütern schicken wird. Und dieser Kommandant der Roten Legion, Gol, wird mit Sicherheit der erste neue Raid-Boss werden. Im letzten Satz der Beschreibung von Bungie steht, damit wir gemeinsam unsere Heimat zurückerobern können. Könnte es also möglich sein, dass der erste Raid-Boss im Turm zu bekämpfen ist? Wie seht ihr das? Würdet ihr einen Raid im Turm feiern? Ich persönlich würde das mega finden. Ich denke mir so, ich zeig's euch. Weißt du, so richtig, ich zeig's euch. Aber Mann, nix habe ich gezeigt. Die Gegnertypen werden sich in Destiny 2 auch verändern. Wie wir hier gerade sehen, haben die Kabale auch ein neues Schild. Für mich sieht es danach aus, als ob sich das Schild aufladet. Vielleicht können sie sogar mit diesem Schild schießen. Und wenn man diesen Trailer-Ausschnitt genau beobachtet, sieht man im Hintergrund zwei Hörner. Es könnte also sein, dass die Kabale auch so etwas wie einen Ogre bekommen. In Destiny 2 müssen wir auch gegen die Tierwelt der Kabale kämpfen. Sie scheinen ziemlich flink zu sein und werden uns im Nahkampf attackieren. Aber da sie nur wenig Rüstung haben und nicht so stark gepanzert sind, glaube ich, werden sie nur wenig Schuss einstecken. Trotzdem bin ich mir sicher, dass sie ein gefährlicher Gegnertyp sein werden, wenn sie in der Gruppe angreifen. Bungie hat also die Kabale deutlich verändert. Das heißt aber wohl auch, dass die Gefallenen, die Schar, die Vex und die Besessenen auch neue Gegnertypen bekommen. Mit Sicherheit erwartet uns auch eine komplett neue Bedrohung und eine neue Gegnerart. Meine Vermutung ist, dass die Ahamkara sich zeigen. In den nächsten Wochen und Monaten können wir von Bungie sicherlich viele neue Details erwarten. Auf den 18. Mai dürft ihr schon sehr gespannt sein, denn da veranstaltet Bungie wieder einen Livestream, wo sie uns Gameplay aus Destiny 2 zeigen. Ja Leute, ich gebe es zu, ich bin total gehypt. Viele wird das verwundern und viele haben das Vertrauen in Bungie verloren, ich aber nicht. Mein Typ ist gefragt. Reden wir wieder über den Trailer. Ist euch aufgefallen, dass ein paar wichtige Charaktere fehlen? Wo ist der Sprecher hin? Wo ist Eris? Wo sind die Vertreter der Fraktionen? Sie sind im Trailer nicht vorhanden und wieso sie nicht im Trailer sind, das kann ich euch leicht erklären. Wenn man sich mit der Geschichte von Destiny oder besser gesagt mit der Geschichte der einzelnen Fraktionen auskennt, weiß man, dass jede Fraktion ihr eigenes Ziel verfolgt. Ich habe über jede Fraktion ein einzelnes Video gemacht. Ihr findet sie auf meinem Kanal, also wenn ihr mehr Hintergrundinfos haben wollt, müsst ihr euch die Videos unbedingt anschauen. Ich werde jetzt auch nicht ins Detail auf diese Fraktionen eingehen, aber als kleines Beispiel reden wir mal über den Totenorbit. Die Mitglieder dieser Fraktion möchten von der Erde verschwinden, bevor die Dunkelheit wieder zurückkommt. Sie haben den Reisenden aufgegeben und absolut kein Vertrauen, dass die Hüter einen weiteren Angriff der Dunkelheit abwehren können.
Naja, was glaubt ihr, was sie gemacht haben, als die Kabale angegriffen haben? Sie sind verschwunden. Sie haben mittlerweile genug Ressourcen gesammelt, um auf einer anderen Welt eine eigene Heimat aufzubauen. Und das machen sie natürlich. Deshalb sind sie auch nicht im Trailer vorhanden. Die neue Monarchie dagegen bleibt der Stadt unter den Reisenden treu. Denn ihr oberster Grundsatz ist, dass sie die Mauern gegen Feinde von außerhalb beschützen müssen. Das ist keine Theorie, das ist Fakt. Vermutlich wurden deshalb auch Hüter in den ersten Teaser zu Destiny 2 eingebaut, die in der zerstörten Stadt mit einer Rüstung von der neuen Monarchie kämpfen. Okay, aufgepasst. Ihr seid ein Haufen Abschaum, aber andere gibt's nicht, also müsst ihr ran. In dieser Anrede beleidigt Cady einige Hüter und wenn man diese Hüter genau ansieht, erkennt man, dass sie das Zeichen der Königin vom Riff auf der Rüstung haben. Dazu habe ich jetzt zwei Theorien. Die erste Theorie ist, dass das Riff einige Hüter auf die Erde schickt, um uns im Kampf zu helfen. Die zweite Theorie ist, dass die Kabale das Riff zuerst zerstört haben, bevor sie uns auf der Erde angegriffen haben. Und so ist es möglich, dass die ganzen Hüter vom Riff in die Stadt gekommen sind. Was denkt denn ihr darüber? Ich bin schon sehr gespannt, eure Kommentare durchzulesen. Dieser Trailer beinhaltet so viele Informationen. Ich könnte wahrscheinlich noch 20 Minuten über die neuen Gegnerarten reden. Schaut euch dieses Monster an. Ist das überhaupt noch ein Kabal? Dieser Abschnitt könnte zum Beispiel auch andeuten, dass Destiny 2 zerstörbare Umgebungen haben wird. Über die Waffen könnten wir uns auch noch unterhalten. Aber ich schätze, Bungie wird hier ein ähnliches Konzept wie in Destiny 1 beibehalten. Hecke, Omolon, Suros, die Waffen von der Vorhut. Das werden wahrscheinlich die Standardwaffen sein. Vielleicht kommt noch eine zusätzliche Marke wie Krux und Lomar dazu. In Destiny 1 gibt es ja Andeutungen für diesen Waffenhersteller und sogar ein Abzeichen findet man. Viele Leaks haben im Vorhinein verraten, dass Lord Shax die Invasion der Kabale stoppen wollte und gegen sie gekämpft hat. Wie wir mittlerweile wissen, wird er und die ganze Vorhut gegen die Kabale kämpfen. Eine erfreuliche Nachricht ist auf jeden Fall, dass Lord Shax überlebt hat und bei Commander Zavala im Team ist. So, das war's auch schon. Seid so nett, drückt unten den Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, ihr unterstützt mich damit wirklich enorm. Ach ja, noch etwas. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr euch als nächstes Video wünschen würdet. Ich habe zum Beispiel alle 4 exotischen Waffen aus den Crota Raid. Ich könnte ein Video über diese Waffen machen. Oder habt ihr andere Wünsche? Ab in die Comments damit. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Andy Edition ist back.